Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tagesenergie am 15. August 2019 nach Maya-Kalender. Heute beginnt eine neue Welle. In diesem Maya-Kalender gibt es 20 Wellen und das bedeutet Schwingungen, Frequenzen. Heute beginnt die 20. Welle, die letzte Welle bei diesem Kalendersystem und am 27. August endet diese 20. Welle und endet die 260 Tagen und kommt eine Drehung wie in einen Spiralen und starten wir wieder bei den ersten Wellen. In diesem 20. Wellen herrscht Lamat. Lamat bedeutet übersetzt Samen, bedeutet auch Fruchtbarkeit, steht in Verbindung zum Mondenergie und steht in Verbindung zum Venusenergie. Beide ist weiblich, also ein ganz ausgeprägten weiblichen Energieform und zeigt diese Zeitqualität die Fruchtbarkeit oder Empfängnis. In diesen Tagen haben wir spannenden, aufregenden Neuentdeckungen. Das heißt, wir empfangen etwas und können wir mit Überraschungen rechnen. Etwas, wo wir noch nicht ahnen, dass das so kommt. In dieser Zeit verspüren wir die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie. Bedeutet auch Kreativität, Schönheit, Sinnlichkeit, Liebe und Harmonie. Das sind die wichtigsten Themen, was wir erleben in dieser Zeit. Wir werden auch die Fragen stellen, wie komme ich zum Fülle? Immerhin, diese Zeit bedeutet auch Fruchtbarkeit und Fülle. Was fehlt mir noch? Und dann dürfen wir auch erlauben, mal Träume zu haben. Das sollten wir auch als Ziel setzen, damit wir ein schönes, erfülltes Leben leben können. Und jetzt etwas starten in diese Richtung, diese Zeitqualität haben wir. Dieses Wort Lamat, was die heutigen Tag beherrscht und die ganze Welle beherrscht, bedeutet auch übersetzt Samen. Wir können etwas aussehen und wir werden das auch ernten. Und das heißt mit anderen Worten, all das, was wir in diesem Zeit Besonderes, was wir heute beginnen, das trägt auch Früchte. Das ist diese Samen und so wie Hermann Hesse so schön gesagt hat, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und diese Zauberkraft, das haben wir heute. Es ist gerade ein guter Zeitpunkt, etwas Neues starten. Das führt zum Erfolg, das trägt Früchte und bedeutet für uns Erfolg und Fülle. Das, was wir gerade empfangen. Die heutige Energie steht in Verbindung mit Halbedelstein Lapislazuli, symbolisiert auch die Sternenhimmel, und die Krafttier ist der Hase. Und das war meine Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat,
Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.